So, willkommen zurück zu Willkommen im Dschungel. Das ist eine ganz coole Mission, die dann auch im Koop gemacht wurde. Nee, nee, nee. Aber die Mission gibt es auf jeden Fall im Koop auch. Da muss man halt so eine Gaskanister füllen. Das ist eine Da ganz sind coole wir Mission, mal. ehrlich gesagt. Ist doch viel hübscher aus Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal'Darin genannt werden. Sie glauben, dass das Terrazen heilig ist. Ein Geschenk der Xel'Naga. Wenn die Tal'Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Wie kommen wir an das Terrazin? Siehst du diese Altäre? Mystiker der Tal'Darin stellen sie auf, um das Terrazin einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister abgreifen. Unsere WBFs können das Terrazin abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Tal'Darin uns bemerken. Na dann, los geht's. Also am besten ist es ja eigentlich auch mit Marines und Medics und Marauders zu arbeiten, aber Goliaths sind halt sehr gut gegen Lufteinheiten von da aus. Also sind recht gut gegen Lufteinheiten, jedenfalls in der Kampagne. Im wirklichen Game gibt es die ja nicht. Also was nicht passt, wird passen. Abmarsch! Systeme funktionsfähig. Nicht genügend Mineralien. Ja. EBS bereit. Hier bei diesen Koordinaten. So, und jetzt sind so Dinger und da kann ich mit dem WBF das so abknipsen. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Unsere WBFs können die Terrazin-Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. Also siehst du jetzt, dass ich hier so ein WBF hinschicke, ne? Weiß jetzt nicht, ob das schon automatisch passiert wäre. So. Und dann braucht er hier halt so lange Zeit und dann kann ich das sozusagen zurückbringen. Und davon muss ich halt 7 Dinger einsammeln, ja? Nicht genügend Mineralien. Und so, ach genau, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier die Tal'Darin Protoss. So, das ist ein Stamm, der nicht die Kala ist, nicht die Nera-7, nicht die Richter. Das sind sozusagen die einen Protoss, die noch dem dunklen Gott Amon treu sind. Das sind sozusagen andere Protoss, man könnte sie sozusagen die bösen Protoss nennen, ja? Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale, wa? Genau, so. Dann haben wir ihn fertig, so. Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. So, ich meine, ist jetzt hier so ein bisschen. Ah, Protoss. Ah, okay. Habe ich ganz vergessen. Protoss-Forschung. So. So. Und jetzt kommen halt die Protoss hier an, ja? Weil die ganze Kanone, ne? So, und wir brauchen halt hauptsächlich dafür die Goliaths. Von dem Gas hier, dann sind wir auch schon wieder weg. Nein, ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Tal'Darin-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir. Sie werden unsere WBFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazin-Gas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Eskorten. Genau. Du baust Terrazin von 2 Orten gleichzeitig ab. Mutig, mutig, mein Freund. Damit wird's natürlich schwieriger, uns die Tal'Darin vom Hals zu halten. Aber umso schneller sind wir von diesem Felsen wieder runter. So, ganz genau. Also ich meine, jetzt hat sich's halt angeboten in dem Fall. Nicht genügend. Und der dritte, das läuft sehr gut. So, jetzt ist es aber so, dass er den hier versiegeln will, ja? So. Warnung, die Tal'Darin versiegelt einen Terrazin-Altar. Na toll, die Tal'Darin versiegeln die Terrazin-Altäre. Da kommen wir nicht mehr ran. Wenn sie so weitermachen, können wir nicht mehr genug sammeln.
So, deswegen müssen wir das sozusagen die Sonne zerstören, ne? So, mir gefällt jetzt nicht, wie... Mir gefällt jetzt halt ehrlich gesagt nicht, dass ich hier original überhaupt keine Verteilung habe, aber... So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Seid vorsichtig, sie schicken ihre Schiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. So, und jetzt schickt er halt Scouts und Void Race dann immer, ja? So. Aber Scouts sind halt nicht gut sozusagen gegen Landeinheiten, so. Void Race, die er auch hat, wären halt viel, viel besser. Verstanden. Nicht genügend Mineralien. So, fertig sind wir. So. So, damit haben wir das Abbaugebiet fertig. So. Nicht genügend Mineralien. Abmarschbereit. So, du gehst jetzt hier, bitte. Über die Hälfte der Kanister haben so, wir. So, also drei Kanister brauchen wir jetzt nur noch. Das Ding ist jetzt halt noch, dass. Nicht genügend Mineralien. Dass ich sozusagen. Durchgeladen und entsichert. Idealerweise. Es gibt jetzt hier noch so Forschungsprojekte, also so. So von den Protoss-Dingern und die brauche ich noch. Ich meine, dass einer in der Ecke ist. Okay, so. Nicht genug Vespingas. So, ich hätte gern einen Medic auch mehr. Ja. So. Nicht genug Mineralien. Ich höre die ganze Zeit nur, was ich als nicht genug habe. So, ich kann jetzt hier nicht durch die Basis durchlaufen, idealerweise, ne? Selbstverständlich. Aber ich muss jetzt hier so aussuchen, ne? So, also im Endeffekt habe ich hier schon wieder zwei Dinger. Benötige Unterstützung. Worauf soll ich ballern, Sir? So, aber ich brauche halt noch die, Kann's kaum noch erwarten. So, so. Okay, läuft alles hier. Nicht genug Vespingas. Aber ich brauche hier noch zwei. So, okay, Was nicht passt, wird passend gemacht. So, ich mach mal so hier. Weil dann schickt er jetzt hier wieder so eine Truppe, die die beiden abfangen soll, so, ne? Du bist natürlich nicht da lang, Fest. Kommt noch was? So, da kommt jetzt hier nämlich Voltray und City, ne? Benötige Unterstützung. Okay, gut, dass. So, Void Race sind recht gut gegen Goliaths, aber gegen Marine City halt richtig, richtig schlecht, ja? So. Hier, jetzt läuft doch alles ganz richtig, so. Jetzt brauchst du noch einen Kanister. Das einzige Problem ist jetzt, dass ich noch nicht diese... Da haben du und deine Räder auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Kanister. So, das wirkliche Problem ist jetzt aber, dass ich noch nicht diese Protoss-Forschung habe, ne? Ah, okay. Da, shit, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wolltest du ja eigentlich nur... ich musste echt hier durch, ja? Benötige Unterstützung. Selbstverständlich. Jawohl. Na, krieg ich die Sonne noch? Ich glaube nicht, ne? Roger. Haha, ich hab's gedreht. Er hat es noch genau geschafft gerade. Warum nicht? Sicher. So, hier ist einmal Forschung, sehr schön. Nur zu. Was nicht passt, wird passend gemacht. Abmarschbereit! Was liegt an? So, reparier mal hier, so. Und einer nimmt das hier und dann gibt es, glaube ich, rechts oben oder links oben ist der dritte, ist der letzte. Bereit machen, Jungs! Losgeladen und entsichert!
und entsichern. So, zack, 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 zack. So, zack, zack, zack. Also das Dumme, ich jetzt war, weil die Basis hier im Weg war, konnte ich sozusagen nicht schnell genug dahin, ja. Aber das ist jetzt kein Problem, darum kümmern wir uns jetzt gleich. Ich brauche halt noch mehr Medics idealerweise, so. So, wie sieht es aus? Zack, 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 zack. So, okay. Die weitere WBS brauche ich nicht so. Was nicht passt, wird passend gemacht. Los, geht ab, los, endlich. Ja, geht perfekt. So, ich habe jetzt immer noch nur 5 Medics oder so, aber es passt halt. Warnung, die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Altar. So, diesmal kommen wir aber rechtzeitig auf dich. Warnung, die Kaldarin versiegelt einen Terrazin-Altar. Ah, jetzt macht er 2 sogar. Basis wird angegriffen. Schickt lieber ein paar Leichensäcke. Befehle erhalten. Okay. Geht drauf. Bingo! Erledige Unterstützung. So, okay. Hier wird nichts versiegelt. Fertiggestellt. So, ich muss jetzt aber noch das letzte Stück hier finden. So, warte mal. So, jetzt muss ich mal eben scouten gehen. So. Ja. Du gehst dahin, du gehst dahin, weil das eine ist sozusagen. Ich glaube, dass es hier ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weil das brauche ich halt noch. Warte mal. Ja, ja, ich glaube, dass es hier ist. Ja, ja. Sicher. Okay, hier ist es. So. Worauf soll ich ballern? Hier ist das letzte Ding, was ich haben will. So. Und danach kann ich halt das Ding hier endlich. Ich kann es kaum noch erwarten. Was liegt an? So, dann hol ich mir jetzt den hier und dann. Ja, warps das mal so. Also zu den Tadarim habe ich jetzt vergessen, eine ganze Menge zu sagen. Also die sind halt der Meinung. Also es ist halt der Hoch der Schöpfung und es hat halt damit zu tun, die Xel'Naga kommen aus der Leere. Erschlagt sie alle. Und dieses Terrazin bringt denen die Leere näher, sozusagen. Die können dann sozusagen hinter den Schleier schauen, sagt der Meister Alarak dann dazu. Und das hilft ihm halt sozusagen stärker zu sein oder zu meditieren. Das ist eine Art Drogenrausch auch. Okay. Das ist so eine Sache, das hier alleine zu lassen, aber. Okay, haben wir jetzt auf jeden Fall. Wichtig war aber, dass wir dieses dritte Protostück kriegen und dann. Und dann Homortis. Okay, nice. So. Jetzt muss er nur noch halt hier reinkommen und dann haben wir es geschafft, ja? So. Da habe ich doch zu viel BBMs gebaut, weil ich so viel rumgebaut habe. Und dann. Aber wichtig war, dass wir das hier haben. Und das letzte Teil war dann halt hier wirklich. So. Das war der letzte Kanister. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. So, das war die Mission. Willkommen im Dschungel. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Mission. Ja?